gut, dann läuft es. So, wir laufen nämlich jetzt auch los. Und zwar zu unserer Weinprobe. Und zwar im Weingut Schell. Da wollen wir jetzt hin. Das ist am Rech. Sehr zu empfehlen. Ihr habt das ja schon oft genug gesehen, ne? Wie oft haben wir den Wein euch in die Kamera gezeigt. Ja. Ist halt der Wein, den wir gerne trinken. Und neuer Jahrgang 2019 ist rausgekommen. Den wollen wir jetzt machen. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir erstmal unser Essen verdauen. Und dazu gehen wir den Rotwein Wanderweg von Maischoss nach Rech. Ist auch immer wieder schön. Windig leider ein bisschen sehr doll, aber naja, dann fliegen wir, vielleicht geht's auch viel schneller. Mal gucken. Bis dann. Wir sind angekommen über den Rotwein-Wanderweg. Es ist warm geworden in der Jacke, würde ich sagen. Ja, alter Falter. Wir dachten sonst was, dass wir Jacke anziehen müssen. Ja, von wegen. Wir hätten unsere normale Jacke anziehen können. Jetzt sind wir völlig ausgelaugt. Aber egal. Jetzt. Wir machen da jetzt eine lecker Weinprobe auf die Weine von 2019. Und ja, vielleicht zeigen wir euch das eine oder andere. Seid gespannt, wir sind's auch. Und jetzt gehen wir rein, ne? Genau. Auch wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist, ja, es ist halt immer noch Februar, wo wir hier sind. Und ja, wir haben euch ein paar, jetzt fängst du auch so an. Ja, jetzt geht das doch besser, genau. So sieht man mich wenigstens. Genau, wir haben jetzt eine wunderschöne Weinprobe gemacht. Wir haben ja hier so das eine oder andere Bild ja eingezeigt. Wir haben euch ja was anderes auch mal gezeigt. Zum ersten Mal waren wir im Weinkeller. Ja.
Ne? Also, es geht halt nicht immer, weil es sind natürlich auch manchmal Schläuche, die da rumliegen und so weiter, gerade wenn die Jungs am Füllen sind und machen und das, tun. Also, das war ja gerade nicht. Genau, deswegen konnten wir da rein. Auch euch das mal zeigen. Richtig guter Wein. Ich würde ja immer sagen, fahrt da nicht hin, kauft da nichts mehr für uns. Aber wir gönnen das vom Herzen, dass dieser Weingut immer erfolgreich ist. Und wie gesagt, an sich fahrt einfach mehr, probiert ein, zwei Weine und ihr werdet mitkriegen, warum die so lecker sind. Genau. Also für uns sind sie richtig lecker und wir kommen immer wieder gerne her. Wahrscheinlich schon Anfang April werden wir schon wieder hier sein. Wahrscheinlich. Mal gucken. Du, super. Wir werden jetzt hier. Ja, wir so. Werden jetzt in Richtung Maischoss wieder zurückgehen. Aber nicht über die Weinberge, weil ihr merkt, es ist dunkel. Es ist dunkel. Wir sind ja selber schlecht zu sehen, obwohl wir ja ein bisschen unter der Leuchte sind. Ich weiß gar nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, kommt das, wird das besser? Nee. Nein. Dann gehen wir wieder ein bisschen weiter zurück. Ja, wir gehen jetzt direkt an der Bahnlinie lang und wir melden uns dann wieder zurück, wenn wir im schönen Bulli sind. Bis dahin. Ich glaube, ich stehe im Tunnel. Und juhu! Stehen wir. Ein Echo. Genau, ein Echolot. Ja, wir sind hier jetzt gerade über uns. Da über uns ist die Saffenburg. Korrekt. Und ja, wir laufen schön hier jetzt nach Hause und haben gedacht, ach, weil jetzt hier ist ja nochmal schön beleuchtet, dann kann man das, kann man nochmal ein Video drehen. Ja. Und hat nochmal eine besondere Atmosphäre hier. Genau, mal was anderes. Wie gesagt, normalerweise, solche Tunnels kennt man ja dann eher aus, wie nennt sich das, Hamburg, den Elbtunnel. Ja. Bloß da könnten wir das jetzt gerade nicht drehen, weil, oh ja, okay, das Mensch, Moment, ausblenden geht ja wieder nicht. Brauchen wir hier nicht, weil es ist gerade, wie gesagt, glaube ich, weiß ich gar nicht, 19 Uhr oder so. Ja, kurz vor. Kurz vor 19 Uhr. Ja. Es ist auf ein Samstag, es ist im Februar. Die Leute sind eh alle auf Karnevalssitzungen unterwegs, wie wir das so mitbekommen haben. Ja, auch unser Weinmeister sozusagen, also der... Genau, der geht als verletzter Winnetou. Genau. Ja, aber sehr schön, also... Ja. Ja, hier ist sehr viel, wie heißt es da so schön? Wie heißt das karnevalsmäßig? Viele Jecken unterwegs. Ich weiß nicht, was er sagen will. Ja, nee. Ist ja manchmal so, dass man nicht weiß, was er sagt. Ach ja, danke. Ja, bitte. So, wir werden jetzt weiter zum Bulli und dann schauen wir mal. Genau, so machen wir das. Ob er noch da steht, aber ich denke schon. Genau. Was für ein Abend. Wir haben es 19.16 Uhr, also 2 Stunden früher als gestern, aber wir haben ja viel erlebt. Wir haben wunderschön die Weinberge erlebt. Ihr habt das alles gesehen in den letzten Minuten oder Tagen. Wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt alles geworden ist. War eine richtig tolle Weinprobe. Danke an Hilde, dass wir auch mal den Weinkeller uns anschauen durften. Die Katakomben, ne? Ja, das war schon sehr interessant. Und ja, wir werden wie immer jetzt einen Film gucken, im Endeffekt den Film von gestern, weil den haben wir echt eine halbe Stunde gestern nur geguckt, dann war Feierabend. Wir essen jetzt einen lecker Joghurt, eine lecker weiße Schokolade mit Schokomousse. Ein paar Chippies werden wir noch essen. Und ja, dann geht es morgen weiter. Wahrscheinlich für euch wird es wieder eine Uhr geben, damit ihr ein bisschen oder irgendwelche anderen Sachen, die wir aufgenommen haben. Wer weiß. Und ja, dann sind wir gespannt, wie das morgen wird. Auf jeden Fall könnt ihr dann gespannt sein, wie viel Wein es im Endeffekt geworden ist, weil wir haben gut bestellt und wie viele Kisten es sind, das zeigen wir euch auf jeden Fall. Und nicht zu vergessen, morgen, versucht dran zu denken, Stefan möchte noch was über die Bulli-Reparaturen erzählen und wir haben noch vor, vielleicht das andere über diesen Campingplatz zu erzählen. Also, ja, wenn es morgen nicht kommt, dann wird es ein extra Video. So viel kann ich schon sagen, aber auf jeden Fall haben wir was zu berichten. Vielleicht denkt Stefan ja auch mal dran. So, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es, keine Ahnung wie spät, weil unsere Uhren fahren gerade hoch. Ja, nee. Es ist immer noch angebissene Apfelzeit. 8:41 Uhr haben wir es. Also ein bisschen, weiß ich gar nicht, früher als gestern, später. Später, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, was ein Wetter. Richtig. Unangenehm eigentlich, aber naja. Windig und das hört man wahrscheinlich. Ja, und etwas tröpfelig. Ja,
Wir gehen jetzt zum Bäcker und wenn wir wieder im Auto sind, na, da haben wir euch was zu berichten von der letzten Nacht. Uiuiuiui. Mal sehen. Ach ja, Campingleben, das macht immer, hast du immer was zu erleben. Ja, hast du immer was zu lachen. Ja. Ach, lecker gefrühstückt. Unfassbar wieder, was es hier für gute Sachen gibt. Und ja, wir haben sogar noch einen Apfel-Berliner und einen normalen Berliner. Den werden wir uns für die Fahrt genießen, weil wir werden wahrscheinlich 100 pro im Stau stehen. So voll wie das, so stürmisch wie das draußen ist. Ja, und die Nacht, ne, das war ein Highlight, sage ich euch. Aber bevor wir überhaupt dahin kommen, weiß ich nicht, ob ihr auf unserem wunderbaren Instagram-Account mal geschaut habt. Instagram.com/kreuzfahrtbulli. Da gibt es ein einziges IGTV-Video. Und da haben wir was gezeigt wegen einem Ausbau etc. pp. Da war ja etwas so notwendig. Wieso das notwendig ist und was das gekostet hat, das wird euch jetzt Stefan erklären. Und er wird dann gleich den Schwung machen zu dem, was heute Nacht passiert ist. Denn das gehört alles zu eins. Und ja, lasst euch mal überraschen, was Stefan euch jetzt zu erzählen hat. Ja, was soll man sagen? Der Wagen, wie auch in der Lüneburg-Reise ja schon mal angedeutet, musste ausgebaut werden aufgrund ein paar Reparaturen, die hier bei diesem Wagen angefallen sind. VW musste, um das Problem mit der Schiebetür zu regeln, die gesamte Innenverkleidung auseinanderbauen. Dazu, da haben wir Glück gehabt, ist nochmal dazu gekommen, dass die Rückfahrkamera ausgefallen ist. Also das heißt, im passenden Moment, wo wir den Wagen sowieso in der Werkstatt hatten, haben wir jetzt sozusagen die Rückfahrkamera dann auch reparieren lassen. Ja, das Ganze hat... Ich habe jetzt gerade die Übernahme der Versicherung bekommen. Wir haben ja noch eine Zusatzversicherung, dass wir 3 Jahre Garantie haben, also 3 erweiterte Jahre Garantie haben. Das hat mal 1700 Euro alles zusammen wieder gekostet. Tja, also einiges kaputt gewesen. Aber was soll man sagen? Wir haben jetzt den Wagen ja wieder zusammengebaut. Und ja, in der Nacht ist dann mal die Heizung ausgefallen. Das Ganze liegt daran, weil wir gesagt haben, okay, die zweite Aufbaubatterie, naja, die brauchen wir im Moment, glaube ich, erstmal nicht. Wir haben die Solaranlage aktuell noch nicht auf dem Dach. Ja, also das heißt, die Batterie war leer. Wir haben nur eine Batterie, die ist unter dem Sitz ja verbaut. Das sind, glaube ich, 75 Amperestunden so um den Dreh. Das ist jetzt nicht wirklich viel und reicht auch nicht, um 2 Tage autark zu stehen. Also, ja, ich denke, wir werden da wohl nochmal nachrüsten und unsere Batterie, die wir mit 95 Amperestunden, die zweite Aufbaubatterie sozusagen haben, nochmal nachzurüsten oder beziehungsweise nochmal einzubauen. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, was er will. Irgendwas will er wieder. Ja, und natürlich wird das Solarpanel natürlich auch aufgebaut, das ist ja klar, damit die Batterien wieder geladen werden, auch wenn man mal 2 Tage irgendwo steht, dass man da nicht gleich eine leere Batterie hat. War eine interessante Nacht. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob der Marcel mal runterfilmen kann, wir haben ein Ladegerät angeschlossen. Und das Ladegerät, das hat jetzt ja schon dafür gesorgt, dass wir jetzt ein bisschen Batteriespannung haben. Somit läuft die Heizung auch schon wieder. Aber erstmal eine Stunde vorladen muss man halt dann erstmal, damit das, damit wieder ein bisschen Strom in der Batterie ist und die Heizung auch anlaufen kann. Aber Kühlschrank, muss ich sagen, gab es gar keine Probleme. Also die Heizung ist ausgegangen, die wollte nicht mehr. Aber der Kühlschrank sagt, das interessiert den nicht. Also der läuft auch noch mit 11,5 Volt oder sowas, das geht immer noch. Also tipptopp der Kühlschrank, muss ich ehrlich sagen. Naja, auf jeden Fall, Auto ist wieder heile soweit. Ja, Schiebetür war kaputt, das hatte ich ja erzählt. Also bisher ist keine weiteren Probleme mehr, weil die ist während der Fahrt ja immer aufgegangen. Rückfahrkamera war defekt, es gab eine neue Rückfahrkamera, das hat irgendwie schon alleine 650 Euro gekostet. Da waren wohl irgendwie die Anschlüsse da ein bisschen durchgegammelt, sage ich mal. Dadurch, weil durch die dritte Bremsleuchte angeblich Wasser reingekommen ist. Ist auch ein bekanntes VW-Problem, also Bulli-Problem. Becherhalter wurde ausgetauscht, die Klappen für die Heizung hinten, da gibt es hinten rechts noch einen Heizkasten,
Da war die Klappenverstellung kaputt. Da wurden die Klappenverstellungen neu gemacht und ein paar Motoren, glaube ich, oder ein Motor, weiß ich nicht genau. Ja, das Ganze hat halt dann alles insgesamt halt 1715 Euro, glaube ich, und ein paar zerquetschte gekostet. Ja, Gott sei Dank nicht auf unsere Kosten, sondern auf VW-Kosten und ja, naja. So, dann habt ihr jetzt den technischen Hintergrund. Ja, es war wirklich back to basic. Also ich glaube, so haben wir früher mal angefangen, 2014 mit dem alten Bulli noch, dass man sich unter die Federbetten kuschelt und sagt, oh Gott, so Wärme. Ja, aber wir wissen draus, wir wissen, wie wir die nächsten Reisen, die in 2 Wochen schon wieder anstehen, auf jeden Fall, was wir da vorher zu tun haben. Wir hoffen nur, dass das Wetter besser wird, weil bei dem Sturm fliegt uns ja alles weg und das muss ja nicht sein. So, jetzt warten wir noch ein bisschen, werden irgendwann abwaschen und dann geht es zu unserem Weingut und ja, dann seid mal gespannt, was wir so gekauft haben. Wir haben es 10:08, das heißt, es geht wieder los nach Hause. Wir werden wahrscheinlich fliegen, so wie der Wetterbericht das aussieht, also... Jo. Mal gucken, ob wir Rückenwind haben oder nicht. Also Rückenwind wäre besser als von vorne, sonst ist es, oder von der Seite wäre noch ganz schlechter. Ja, war ein schönes Wochen hier in Malchus. Da haben wir euch dann später auch nochmal was zu berichten, aber wahrscheinlich in einem anderen Video oder so. Da warten wir noch ein bisschen ab. Und ja, jetzt geht es zu unserem Lieblingsweingut, wo wir immer hinfahren. Und... bisschen das Auto vollladen. So 1-2 Kistchen wollen wir holen. Wie wir das dann am Schluss genau sind, das werdet ihr dann gleich sehen. Bis später. Ja, Weineinkauf ist erledigt. Ausbeute. Eine Flasche, ja, Weinberg-Pfirsich-Likör. Schmeckt zwischendurch mal ganz lecker. Nein, also wir haben noch ein bisschen, 2-3 Fläschchen mehr gekauft. Die wird euch jetzt der Marcel mal kurz zeigen. Sind also nur ein paar Ja, das war jetzt gerade der Senior Winzer, also der Papa von Olli und ja, der hat uns jetzt sozusagen gerade durcheinander gebracht, aber alles gut. Ja, nee, wir haben jetzt ein paar Kisten Wein dabei, vor allen Dingen der Frühburgunder, der ist bei uns mit 9 Kisten, schlägt der schon zu Rande. Ansonsten haben wir noch eine schöne gemischte Kiste, wo mal verschiedene andere Tröpfchen drin sind. Inspiration natürlich eine Kiste und wir haben auch noch eine Kiste Riesling, der war auch sehr, sehr lecker. Für den Marcel natürlich, genau. Unser Blanc de Noir, der kommt ein bisschen später. Der ist also noch, nee, wie heißt er? Cuvée Blanc. Cuvée Blanc, so heißt er, genau. Cuvée Blanc, der kommt ein bisschen später, der ist noch nicht abgefüllt. Aber wenn der dann soweit ist, dann schlagen wir nochmal zu. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause weiter und ja, melden uns bestimmt nochmal zwischendurch. So, Delle. Wir waren gerade bei den Goldenen Bögen und haben gegessen. Ist ja gerade so eine Osteraktion. Und dadurch, dass das Video noch vor Ostern kommt, können wir das auch mal diesmal erzählen. Ja. Es ging halt schnell, ne? Für den heutigen Tag. Heute ist ja das ganze Auto voll, also das heißt, kochen kannst du nicht. Das hätten wir dann zu Hause machen müssen und zu Hause ist man dann, glaube ich, auch. Da hat man keine Lust mehr dann. Genau, laut Navi sind wir so Pi mal Daumen 16.30 Uhr da. Wir haben noch 190 Kilometer knapp. Werden, wenn wir das alles ausgeräumt haben,
Ja, gegen 18 Uhr ist dann auch der Tag vorbei für uns. Ja. Es war eine schöne Reise, eine sehr spontane Reise haben und ja. Gestern im Weinberg war schön, ne? In beiden Weinbergen, wir waren in, ja in zwei. Ja, Weinen, genau, so ja. Und ja, da haben wir einiges erlebt, ihr habt einiges gesehen. Und ja, zum Campingplatz zur Burgwiese können wir euch jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen. Wahrscheinlich wird das nochmal ein extra entweder IG-Beitrag werden, also bei Instagram ein kleines Video oder halt nochmal ein extra Video bei YouTube. Soweit wir da mehr wissen. Noch ist der Campingplatz zur Burgwiese in Maischoss offen bis genau. Ende 2021. Fahrt da gerne mal hin. Lohnt sich auf jeden Fall, sind echt tolle Betreiber. Und ja, fahrt auch mal gerne zu dem Weingut, wo wir waren. Allgemein an der A, da gibt es sehr gute Weingüter. Es ist halt auch von der Landschaft her super. Es ist schön, im Weinberg spazieren zu gehen, irgendwo einzukehren, Weinprobe zu machen. Das ist halt... Alles ja, schön. Es macht halt so, ja, so viel Spaß dann. Ja, dann wie gesagt, geht mal auf unsere Webseite www.kreuzfahrtbulli.com. Da findet ihr auch immer nochmal die GPS-Koordinaten von den einzelnen Stellplätzen. Und... Ja, was kann man noch sagen? Instagram, Facebook, Kreuzfahrtbulli, da sind wir auch vertreten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, beenden wir hier das Video. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Genau, teilt das Video. Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einer neuen Folge hier bei Kreuzfahrtbulli. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Wir irgendwo anders. Dann müssen wir unter die Laterne gehen. Ja, vielleicht. Laterne, Laterne. Naja, es wird nicht unbedingt besser. Doch, so ist auch ein bisschen. Sehr dunkel, hallo. Und nimmst du auch schon auf? Ja, ja, klar. Super, okay. So, überhaupt gar nicht. Okay. Ja, nicht so wie ich da. Und nicht hier Stroh. Ja.